Moin, moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Im Weinhaus Schachner fand ein Cocktail-Contest statt. Im Mittelpunkt stand dabei das Sylter Kultgetränk DSG. Das Hörnummer Unterfeuer ist Geschichte. Es wurde in der vergangenen Woche komplett abgebaut. Am Roten Kliff in Kampen wird in diesen Tagen ein neuer Holzsteg durch die Dünen errichtet. Weihnachtlich ging es am Wochenende beim Julebasar in Westerland zu und am Sonntagabend wurde die Westerländer Feuerwehr zu einem Einsatz in die Friedrichstraße gerufen. Unser historischer Film führt Sie diesmal zurück in die 60er Jahre und zeigt Filmaufnahmen von der schönen Insel Föhr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen. Ein Hörnummer Wahrzeichen ist nicht mehr. Das Hörnummer Unterfeuer wurde abmontiert. Das Wasser- und Schifffahrtsamt hatte kurzfristig den Abbau beschlossen. 1979 ging schon einmal ein Unterfeuer verloren. Das war in die See gespült worden. Der heftige Orkan Christian führte an der Hörnum Odde wieder zu schwersten Küstenabbrüchen mit starken Sandverlusten. Sylturlauber reagieren betroffen auf die gut sichtbaren Abbrüche. Die Hörnummer sind in Sorge um ihre Odde, denn die ist dem Ort vorgelagert und ein Schutz für die bebaute Fläche. Das Umweltministerium in Kiel hat versichert, dass Hörnum geschützt wird. An der Odde allerdings keine weiteren Maßnahmen zum Schutz der Küste erfolgen werden. Das Rote Kliff in Kampen ist permanent von Abbrüchen bedroht. Diese werden vor allem durch Auswaschungen am Kliff verursacht. Der Wanderweg unterhalb des Kliffes führte ja sehr nah an der Abbruchkante lang und wurde gesperrt. Eine Aussichtsplattform wurde errichtet. Nun entsteht in den kommenden Tagen ein neuer Holzsteg durch die Heide als Alternative zum bisherigen Trampelpfad. Zum einen sind Spaziergänger nun wieder sicher unterwegs, weit weg von der Kante. Zum anderen kann sich die Flora wieder regenerieren und nachwachsen. Durch einen guten Bewuchs des Roten Kliffes wird die Substanz nachhaltig gestärkt und gefestigt und ist dann nicht so anfällig für Abbrüche. Die Weihnachtszeit rückt näher und auf Sylt beginnen nun langsam die kleinen, feinen Weihnachts- und Adventsmärkte. Den Anfang machte der Julebasar in der dänischen Schule in Westerland. Die schöne Atmosphäre und die vielen netten weihnachtlichen Geschenkideen lockten viele Besucher zum Markt. Ideenreiche Accessoires, Weihnachtsschmuck und vieles mehr gab's zu kaufen. Für die dänische Gemeinde auf Sylt ist Weihnachten ein ganz besonderes Fest. Die Dänen lieben Weihnachten und gerade deshalb sind die Weihnachtsmärkte unserer Nachbarn immer so besonders schön. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt mit Kaffee und Kuchen, mit dem traditionellen Glögg und leckeren dänischen Hotdogs. Am Sonntag gegen 23 Uhr wurde die Westerländer Feuerwehr in die Friedrichstraße gerufen. Teile der Turmspitze der Inselapotheke hatten sich gelöst. Es wurde zeitweise befürchtet, dass der gesamte Turm abstürzen könnte. Mit der großen Drehleiter wurde der Turm inspiziert und dabei glücklicherweise festgestellt, dass keine unmittelbare Gefahr besteht. Der Einsatz konnte zügig beendet werden.
Im Westerländer Jugendzentrum findet am Samstag zum 4. Mal der Fingerboard-Contest statt. Los geht es um 12 Uhr. In zwei Kategorien werden diesmal die Fingerboarder gekürt. Amateure und Profis gehen an den Start. Als Preise winken Zubehör fürs Fingerboarden von der Firma Black River. Alle, die Lust haben, sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Die Teilnahme ist ab 8 Jahren möglich. Die Gebühr beträgt 5 Euro.